Hi, ich bin Maja und ich befinde mich gerade auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Im Moment sind Aktionstage an der Uni zum Thema Sprache und Gewalt. Wir wollen die Studierenden einmal befragen, wie sie eigentlich Sprache und Gewalt definieren, beziehungsweise ob sie schon mal Erfahrungen mit Hate oder Toxic Speech gemacht haben. Wenn ihr Erfahrungen im Internet oder auch außerhalb des Internets mit Hassreden oder fiesen Kommentaren gemacht habt, dann schreibt es uns gerne einmal unten in die Kommentare. Dann los! Ich würde es so definieren, dass eine Person oder auch vielleicht eine Personengruppe andere Menschen halt aus unterschiedlichen Gründen diskriminiert. Darunter verstehe ich eigentlich alles, was einen mit Worten verletzen kann. Also sowohl, was man zu Menschen sagt, aber auch vielleicht hinterrücks, was Leute sagen und man dann erfährt. Oder eben auch im Internet, was sich verbreitet und ja, alles, was irgendwie verletzen kann. Das ist heutzutage im Internet ist ein Forum geschaffen, dass man sehr viel Meinung äußern kann, wie man will und nicht wirklich darauf achten muss, wie man das formuliert. Aber dadurch kann man auch einen Raum schaffen, wo sehr respektlos umgegangen wird und das verbinde ich so mit diesem Hate und Toxic Speech. Toxic Speech, muss ich sagen, mit dem Begriff konnte ich bis vor kurzem noch nichts anfangen, bis mir erklärt wurde, dass es einfach üble Nachrede ist und dementsprechend, ja, wenn man jemanden Einzelnes einfach zum Beispiel durch falsche Informationen oder auch durch mutwillig üble Nachrede halt etwas Schlechtes möchte. Im Internet glaube ich permanent. Ja? Also wenn man auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, begegnet einem das unter Kommentarspalten etc. immer wieder. Als ich ein öffentliches Profil auf Instagram hatte, habe ich sehr viele Hater-Kommentare gehabt, von wegen hässlich oder was für hässliche Haare. Ich habe es vollkommen ignoriert. Ich habe sie gelöscht, also alle Kommentare im Prinzip gelöscht und ja, drüber hinweg gesehen. Ich finde, gerade in der Schule damals hat man das schon mitbekommen, dass da viel Mobbing oder Diskriminierung halt einfach war. Und ich würde auch sagen, auch jetzt an der Uni kriegt man das auf jeden Fall noch mit. Ich bin eine Person, ich bin nicht unbedingt auf den Mund gefallen, sage ich mal so, wenn ich das halt mitbekomme, dass andere Leute aus unterschiedlichsten Gründen halt irgendwie angegriffen werden. Versuche ich mich schon einzusetzen. Klar hat man selbst auch schon mal vielleicht Kommentare abbekommen, auf die man nicht vorbereitet war. Aber ich muss sagen, dass ich da zum Glück noch nie mich wirklich irgendwie verteidigen musste oder mich damit auseinandersetzen musste. Weil es leicht ist. Weil es einfach leichter ist, ne? Weil man im Internet immer das Gefühl hat, dass man so ein bisschen anonym ist. Wegen diesem anonymen, geschützten Raum, den wir im Internet immer zur Verfügung haben. Weil das Internet uns so anonym macht, dass wir einfach alles Mögliche schreiben können, ohne uns wirklich dann dafür stellen zu müssen, was wir eigentlich sagen. Du kannst jeden angreifen, wie du willst. Du trittst nicht persönlich vor eine Person rüber. Du kannst alles hintenrum machen. Es ist leichter, was zu schreiben, als es jemandem ins Gesicht zu sagen. In gewisser Weise schon. Man kann damit Menschen schon ziemlich verletzen. Aber es ist auch wichtig, dass man sich ausdrückt. Also ich will nicht sagen, dass man das gar nicht nutzen sollte. Auf jeden Fall kann das eine Waffe sein. Aber es ist vielleicht immer noch besser, Konflikte mit Sprache auszutragen, auch wenn es als Waffe agiert, als physisch. Weil es ja auch unheimlich verletzend sein kann. Tatsächlich würde ich behaupten, dass Sprache eine der größten Waffen sein kann, die es gibt. Jeder Konflikt, der irgendwann vielleicht auch in einen physischen Konflikt ausartet, jeder Krieg, beginnt letztendlich mit dem Wort. Was für Konsequenzen? Gute Frage. Sobald der Rahmen des Grundgesetzes verlassen wird oder sobald halt üble Nachrede stattfindet oder dergleichen, die man gesetzlich ahnden kann, muss auch eingeschritten werden. Also ich finde, es kommt immer aufs Ausmaß drauf an, aber ganz klar, solange es zu verletzen wird, das kann echt einen großen Ausmaß haben, sollte das eben genauso bestraft werden wie andere Gewalt auch. Es sollte definitiv Konsequenzen geben und ich finde aber schon, dass manchmal Konfrontation helfen kann, im Sinne von den Leuten einfach bewusst zu machen, was sie dadurch eventuell in anderen Menschen zerstören oder was das für Konsequenzen für die Leute hat. Dass vor allem Facebook und Instagram auf sowas viel mehr aufmerksam macht. Ich glaube aber auch, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, die darauf fußt, dass wir gucken müssen, dass wir eben, weil Wörter halt auch Waffen sind, weg von diesem Pfad kommen, der meines Erachtens zunehmende Verrohung in unserer Gesellschaft, der zunehmenden wörtlichen Verrohung und vielleicht einfach ein bisschen mehr aufeinander acht geben sollten.